Hallo und herzlich willkommen beim Videozyklus zu den Themen Rabatt und Skonto. Mein Name ist Raffaela und ich werde in den folgenden Videos versuchen, dir diese beiden Themengebiete verständlich näher zu bringen. Um bereit für diesen Videozyklus zu sein, solltest du bereits die Grundbegriffe der Prozentrechnung kennen und den Prozentwert sowie Prozentsatz und Grundwert berechnen können. Na, erinnerst du dich wieder? Wenn nicht, sieh dir vorher den Videozyklus zur Prozentrechnung an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder du klickst jetzt auf das kleine Fenster rechts oben im Bild. Super, dann kann es jetzt losgehen. Das ist Felicitas oder auch Feli genannt. Feli liebt es, shoppen zu gehen. Vor allem in der Black Shopping Week. Da gibt es nämlich so viele Prozente. Sie spart oft ein ganzes Jahr lang, nur um dann ihre gesamten Ersparnisse innerhalb eines Tages auszugeben. Sie bummelt durch die Einkaufsstraße und entdeckt in einem Schaufenster super coole Sneaker. Diese sind im Sale. Sie sind um 25% reduziert. Feli geht in das Geschäft, probiert die Schuhe an, die zum Originalpreis 120 Euro kosten, und siehe da, die Schuhe passen perfekt. Da muss Feli einfach zugreifen. An der Kasse angekommen, fragt sie den Verkäufer: Wie viel Ersparnis habe ich denn, wenn es auf die Schuhe 25% Rabatt gibt? Naja, Rabatt bedeutet so viel wie ein Preisnachlass, aus einem bestimmten Anlass. In deinem Fall 25% vom Originalpreis aufgrund der Black Shopping Week. Der Originalpreis der Sneaker beträgt 120 Euro. Also müssen wir berechnen, wie viel 25% von 120 sind. 1% von 120 sind 1,2. Und 1,2 mal 25 ergibt dann 30. Du sparst also 30 Euro bei deinem Einkauf. Fun Fact: Wusstest du, dass sich das Wort Rabatt von dem italienischen Wort Ribasso ableitet und so viel wie Senkung oder Nachlass bedeutet? Wow, das ist ja super! Dann bezahle ich jetzt nur noch 90 Euro. Das zahlt sich richtig aus. Und nein, das wusste ich noch nicht. Da habe ich tatsächlich beim Shoppen auch noch etwas dazugelernt. Danke sehr! Glücklich verlässt Felicitas den Laden und begibt sich auf den Weg zum nächsten Geschäft. Diesmal ist sie ganz gezielt auf der Suche nach etwas. Einer neuen Spielkonsole. Ihre ist nämlich vor kurzem erst kaputt gegangen. Und genauso sehr, wie sie shoppen liebt, spielt sie auch gerne Videospiele. Also rein in das nächste Elektrogeschäft. Sofort sticht Feli das neueste Modell einer bestimmten Spielkonsole ins Auge. Die muss ich haben, ruft sie der Verkäuferin zu. Die Spielkonsole kostet 840 Euro. Sie ist ganz neu erst auf dem Markt erschienen. Deshalb gibt es leider keinen Rabatt darauf. Ich kann dir aber, wenn du sie sofort in bar bezahlst, 3% Skonto geben. Skonto? Was ist das? Das ist ein Preisnachlass, der bei Barzahlung oder Bezahlung innerhalb einer bestimmten Frist vom Verkäufer gewährt werden kann. Das ist im Privatkauf nicht sehr üblich, aber bei größeren Einkäufen zwischen zwei Firmen, da kommt das oft vor. Das ist aber sehr nett von Ihnen, vor allem, wenn das im Normalfall nicht üblich ist. Zum Glück habe ich fleißig gespart und kann in bar bezahlen. Wie viel bekommen Sie dann jetzt von mir? Nun ja, 1% von 840 ist 8,4, mal 3 sind 25,2. Ich kann also 25,20 € vom Preis abziehen. 840 minus 25,2, das ergibt dann 814,8. Du bezahlst 814,80 € für deine neue Konsole. Feli gibt der Verkäuferin das Geld, bedankt sich nochmal freundlich und verlässt den Laden mit ihrer neuen Spielkonsole unter dem Arm. Was für ein erfolgreicher Shoppingtag für Feli! Jetzt
bist du an der Reihe. Kannst du dich noch erinnern, welche Preisnachlässe es gibt und worin der Unterschied liegt? Drücke kurz auf Pause und schreibe deine Antworten auf ein Blatt Papier. Du kannst das Video auch nochmal zurückspulen, falls du dir etwas nicht gemerkt haben solltest. Mal sehen, ob ich das Gleiche aufgeschrieben habe wie du. Die Formulierungen können sich natürlich ein bisschen unterscheiden. Feli bekam einmal 25% Rabatt, weil die Schuhe aufgrund der Black Shopping Week im Angebot waren. Und einmal 3% Skonto, weil sie sofort in bar bezahlt hat. Der Unterschied liegt also darin, dass man Rabatt aufgrund eines bestimmten Anlasses gewährt bekommt. Dieser ist meist ein größerer Preisnachlass. Und Skonto, weil man in bar oder innerhalb einer vorgegebenen Frist bezahlt. Der Prozentsatz ist hier relativ klein. Meistens sind es 2 oder 3%. Großartig gemacht! Jetzt kennst du die Begriffe Rabatt und Skonto und kannst auch die wesentlichen Unterschiede wiedergeben. Um gemeinsam mit Feli die Themen noch weiter zu vertiefen, lade ich dich ein, das Video Rabatt und Skonto Basic anzusehen. Bis zum nächsten Mal!